Weil das, was hier in Zukunft in unserem Land passiert, die Auflösung des Rechts- und Sozialsystems, die wird uns alle ganz heftig erwischen. Und deshalb stehen wir unter anderem hier. Auch euch. Wisst ihr denn, was Faschismus überhaupt bedeutet? Jetzt losgelöst von der Sache, die Mussolini damals veranstaltet hat. Wisst ihr das? Faschismus, darf ich euch das gleich mal erklären, woher das Wort überhaupt kommt? Ja, ich erkläre euch das gleich mal, ja? Ganz etymologisch, ein bisschen Nachhilfe für den Nachwuchs unseres Landes. Bekommt ihr mal Faschismus erklärt? Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, ganz anders verstanden, als das heute versteht. Das Wort kommt nämlich von dem lateinischen Wort fascis und das ist das Bündel. Und das Grundprinzip von Faschismus bedeutet, also es gab damals die einzelne Weidenrute. Die einzelne Weidenrute ist zu brechen. Ganz leicht, kann sich ja jeder vorstellen. Eine Weidenrute ist ganz leicht zu brechen. Daher kommt dieses Wort. Einzeln leicht zu brechen und im Zusammenhalt nicht leicht zu brechen. Das heißt, grundsätzlich ist jede Gruppierung, die zusammenhält, immer faschistisch organisiert. Das heißt, wenn man sich gemeinsam für die Zukunft einsetzt und versucht, stark gegen irgendwelche unterjochenden Eliten zu sein, ist das ja im Grunde genommen eine gute, schöne gemeinschaftliche Sache. Nehmt doch mal euer Gehirn ein bisschen zusammen. Wir laufen für euch mit, für eure Zukunft. Für euch Freischlüsse. Ehrlich! Mein Leben ist weg um, aber euer ist noch dran! Und ich laufe für euer Leben mit! Richtig! Richtig, das muss raus aus den Köpfen! Genau! Ganz klar bewiesen werden, wie der verpiss dich! Der Polizeiwagen bleibt stehen, wir gehen jetzt hier an der Seite weiter. Du sollst dich verpissen! Wir würden jetzt gerne weitergehen. Das nennt man Demokratie! Es gibt Leute, die sind anderer Meinung! Kommt doch einfach mal damit klar! Des Grundgesetzes vorzugehen. Wir können unsere Versammlung hier nicht weiter abhalten. Das ist die Zucht! Das ist die Zucht von morgen! Pfui! Puh! Pfoten weg, sagt der Kuckuck! Das ist auch unsere Versammlungsroute. Das ist doch unser Recht. Ja, und noch dazu höre ich hier aus unseren Reihen auch unser Land. Ja, ist mein Land. Ich hab ganz genau, also ich bin hier zu Hause. Genau wie die anderen Leute auch. Ja. Und die anderen sind im, meine Onkel sind im Rheinwiesenlager verreckt. Wer was sagen will hier ins Mikro? Jeder kann's nehmen. Ich will nicht hier alleine da halt machen. Au, geil. Kinefiker also. Ja, sowas darf man nicht sagen. Das ist aber so. Mann, das ist ein ganz normaler Ausdruck, den eigentlich jeder versteht. Ne? Ja. So einfach ist es. Ist aber bei den Katholischen nicht erlaubt. Naja, die werden irgendwann, werden sie dann an ihrem besten Teil irgendwo hingeschleift. Weißt du? Oder von der Weiber fortgejagt. Ja, die Trump ist ja gerade bei, wie sie träumen. Von, bei den, ich frage mich, wie sich so jemand fühlt. Weißt du? Der hat nie die Möglichkeit, geistig weiterzukommen, beziehungsweise noch einmal geboren zu werden. Die hat er, eigentlich hat er die nie. Ne? Wenn die Frau dann mit einem Vögel, dann wird es. Ah, ja, gut, das sind Sodomisten, Pädophile. Ja, eigentlich gibt es auch. Ja. Kenn ich den? Nee, glaube ich nicht. Kennst du nicht. So Leute kennst du. Nee, so Leute kenne ich auch nicht. Du bist ja komisch. Aber hier riecht es so komisch. Kann das sein? Ja, es riecht am Polizeiauto. Stinkt. Nein, Polizei stinkt nicht. Nicht? Nee, ich meine, das kommt. Auch so ein bisschen nach Gras, oder? Oder nach.
Scheiße. Wir können aber sagen, was wir wollen, sowas darf man nicht zeigen. Dann. Das ist das Schöne, so viel zum Thema Pressefreiheit. Da hängt auch eine Deutschlandfahne. Ich weiß nicht, ob die Presse darüber auch berichten möchte, wenn jemand eine Deutschlandfahne am Haus hat. So wie unter einem Facebook-Post. Das ist erwähnenswert, oder? Übrigens, ich finde das ja gut, dass sie da hängt, weil ich mag ja zumindest die Geschichte unseres Landes, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin. Wenn ihr Deutschland nicht liebt, dann könnt ihr doch dieses Land verlassen. Da würdet ihr euch und uns einen Gefallen tun, oder? Wenn ihr Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Wenn ihr Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen! Jetzt mal die Systemmaden, Finanzierungsprozesse. Wird das sowieso wieder negative Scheiße geschrieben, sonst wird doch nichts gemacht, oder? Antifaschistischen Kanäle finanziert. Das ist ja teilweise offengelegt, aber im Großen und Ganzen bekommt ihr ja kein Geld dafür, dass ihr heute hier steht. Von daher, dass ihr idealistisch vorgeht, finde ich ja auch gut. Aber ihr müsstet euch halt mal ein bisschen... Lass die Finger davon! Wir rennen nicht der Polizei her, die schützt uns nur und macht uns den Weg frei. Von wem geht hier die Gewalt aus? Ganz genau. Von wem geht hier die Gewalt aus? Ein Grundgesetz, immer eine Rechtsordnung in einem besetzten Gebiet. Nur mal als Information, das ist ein Grundrecht. Eine Rechtsordnung in einem besetzten Gebiet. Wir haben keine Verfassung. Also, wenn ihr da mal ein bisschen geschubst werdet, kommt ihr noch sehr gut bei der Polizei davon. Weil ihr stört unsere Versammlung. Das ist ja euer Sinn. Euch drohen bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe. Ja? Ich will es nur noch mal erwähnen. Wenn ihr an das Grundgesetz glaubt. Also, nicht Minimi machen. Ihr seid die Störer. Ihr seid die Destruktiven. Geht einfach zur Seite und seid so tolerant, wie ihr es immer vorgebt. Reine Hypokrisie. Pharisäertum im Endstadium. Auch wenn ich nicht immer dir so nah bin, deutsche Heimat, dein Bild ist tief in mir drin. Und dein ganzes Leben zieht es mich zu dir hin. Deine Lieder, deine Menschen, deine Bergeshöhen. Dein Wesen, nichts ist auf der Welt so schön. Er hat keinen Presseausweis. Deutsche Heimat, ich liebe sie, fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Meinungsverbrechen gibt es ja auch in diesem Land. Es gibt ja politische Gefangene, das wissen ja viele Leute gar nicht. Die BRD hat politische Gefangene, die im Gefängnis sitzen, die wegen Meinungsverbrechen einsitzen. Ja, und ihr da drüben würdet wahrscheinlich sagen, ja, die gehören auch weggesperrt. Wegen das, was denen die gesagt haben. Selbst wenn es nur ihre Meinung ist. Jahrelang. Das ist doch ein Verlust von Demokratie, der unwiederbringlich ist, oder? Ist das in eurem Sinne, wenn Leute wegen ihrer Meinung eingesperrt werden? Dann sagt ihr es natürlich, ja, wenn man so eine Meinung wie ihr habt. Ja, wo fängt es an? Also, ich persönlich, da stehe ich nicht für die Gelbwesten. Nur ich persönlich. Ja, könnt ihr mich stellen, nicht die Gelbwesten. Ich persönlich finde nicht gut, wenn 90-jährige Menschen ein... Finger weg, Finger weg, Finger weg. Seit dem 17. November. Aha. Wir sind hier zu Hause. Wir sind hier zu Hause. Wir sind hier zu Hause. Okay, also ist nicht... Also, der hast du versucht. Ein Kampf von unten gegen oben. Gegen die Versklavung, die von der von den Finanzoligarchen, von den Medienoligarchen. Wenn Sie mich noch einmal filmen, mache ich Ihnen eine Anzeige. Über uns oktroyiert worden ist.
ohnehin haben. Noch einmal gefilmt, Robby stellt die Kamera runter. Ist das klar? Verschwinde. 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 Sehr gut, Anwalt. Das heißt, die Produktivität hat in einem unglaublichen Maße zugenommen. Und was dabei ankommt, bei jedem einzelnen Bürger in diesem Lande, das ist ein Bruchteil. Im Grunde genommen, wenn ihr euch mit Volkswirtschaft und manchen ökonomischen Modellen beschäftigen würdet, müssten wir normalerweise im Vergleich zu damals nur 2 Tage arbeiten, um den gleichen Lebensstandard zu haben wie heute. Ob das jetzt kulturell oder moralisch vertretbar wäre. Ich will es nur sagen, wo bleibt das Geld? Wo geht dieses Geld hin? Um endlich diese Versklavung, die viele, ich weiß das, viele von den Passanten und Bürgern nicht spüren. Ja? Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Der glücklichste Sklave oder der Sklave ist der seine Sklave oder seine Ketten nicht spürt. Ja? Das ist durch Social Engineering passiert. Auch mir ging es 39 Jahre so. Bis ich angefangen habe, meine Ketten zu erkennen. Verräter, Gossentäter! Volksverräter, Schreibtischtäter! Die haben angefangen, die kommen mit 3 Mann hier auf mich zu. Die können nicht mit 3 Mann auf mich. Ich habe gesagt, sie sollen mich nicht filmen. Raffen Sie es bald mal in Ihrer bescheuerten Birne. Die Anzeigen, die wir alle hier von den Gelben Westen in Richtung dieser Blockierer von der Gegenpartei, die ja noch nicht mal eine angemeldete Versammlung ist, auf unseren Demonstrationsroute kann es ja sowieso nicht der Fall sein. Das Anzeigenbegehren steht weiterhin. Ich weiß nicht, ob die Polizei jetzt dahingehend aktiv geworden ist. Ich habe bis jetzt keine Rückmeldung bekommen, die anderen Leute auch nicht. Wir möchten Anzeige wegen Nötigung und Beeinträchtigung unseres Versammlungsfreiheit gegen diese Leute machen. Und wenn die Polizei diesbezüglich, auch wenn es jetzt strittchenweise Essen und Proviant und Getränke, danke sehr dafür, noch cooler wärst du, wenn du das nächste Mal mit uns auf die Straße gehst. Aber wäre es schon mal gut, Unterstützung von außen. Danke sehr. Also, es gibt nicht nur Leute, die uns hier blockieren, sondern auch unterstützen. Weil die Mehrheiten dort wären absolut konsensfähig in den meisten Bereichen. Dafür stehen die Gelbwesten. Wie kann man dagegen demonstrieren, außer wenn man davon profitiert, von dieser Spaltungsagenda? Und unumgänglich dafür ist die Blase dieses Lügengespürs, der Propaganda, der Systemmedien, einfach zu durchbrechen. Das könnt ihr selber machen und vermeintlich, wird immer gesagt, alternativen Medien, die auch zunehmend zensiert werden, wenn sie nicht regierungskonform oder systemkonform sind. Ihr denkt, ja, ich kann meine Meinung sagen, ja, solange eure Meinung konform ist zu dem Systemnarrativ. Wenn man sich die Antonius Amadeus Stiftung, Institutionen wie das Korrektiv, und andere vom Staat finanzierte, von unseren Steuergeldern finanzierte Stasi-Gesellschaften ankommt, diese Annette K. Harley, I.M. Victoria, ehemalige Mitarbeiterin des Stasi-Systems, die ist dafür verantwortlich, zu framen bei Facebook oder anderen sozialen Medien die Meinung, ein Meinungskorridor vorzugeben. Die Verbindung von Gemeinsamkeiten oder heute unser spezielles. Wir haben ja jede Woche oder alle 2 Wochen unterschiedliche Demo-Themen gehabt. Heute unser Demo-Thema ist gemeinsam für die Wahrheit. Die Freiheit in diesem Lande bestellt ist. Natürlich geht es jetzt wieder vorwärts. Ja, es ist immer ein Ritt auf der Rasierklinge, was man mit sich machen lässt. Du begegnest mir mal privat, Freund. Also, viele Leute bekommen das ja im Mainstream-Media nicht mit. Seit dem 17. November gehen in Frankreich Millionen von Menschen auf die Straße. Ich glaube, seit 24 Wochen Akt, ich könnte mal Französisch, Akt 24 war es jetzt, oder ist es heute, glaube ich? Ja, genau. Werden diese Menschen, die dort auf die Straße gehen,
Ja, ich weiß nicht, wie das Versammlungsrecht in Frankreich ist. Die melden mittlerweile ich nicht mehr an. Es war ein bisschen schwierig bei Hunderttausenden Millionen. Und sie gehen friedlich zum Großteil, mit dem ich auch Agent Provocateur. Lässt sich die Frau da hinten laufen. Laufen doch die Frau da hinten, Ballistische. Ich warne dich. Bleib Abstand. Mach Abstand, ich sag dir. Die haben nur Angst, dass sie selbst als Nazi tituliert werden. Ach, Tetrahydrocannabinol, das stimmt. Nie wieder Stasi! Merkel-Kinder, Stasi-Kinder! Menschen zu hassen, aufhören, Reichstag! Tradition! Mutti, Schrei, Muldi, Guldi, Endstation! Es gibt keine Sondergenehmigung von der Frau Merkel zum Morden und Hassen? Nee, also Messen hier in Deutschland. 800 Leute, 800 Menschen in dem Land sind Deutsche, sind umgebracht worden. Warum? Nehmen Sie die Politik erdulde. Und wenn du wehrst dich, dann wird die Meinung ganz schnell abgeschafft. Ja, das ist was. Plötzlich darf man nur noch sagen, was im Fernsehen schon vor Tagen uns als Wahrheit wird verkauft. Statt schlechte Politik zu bessern, hofft man die Lage zu verbessern, indem man uns das Maul verbietet. Doch was wir sagen, das ist nur des Menschen ursprüngliche Natur. Wenn er spürt, dass man ihn an der Nase rumführt, und zwar direkt zum Opfertisch, da ruft halt mancher ohne mich. Im Kampf stürzt dich auf mich. Wir schützen unser Volk. Auch ungewollt. Geh mal was schaffen, du faule Socke. Die Zukunft Deutschlands, guckt euch an! Die Zukunft! Arbeitslose Denunzianten! Das sind Steigbügel, alle! Kein Hartz IV für die Antifa! Kein Hartz IV für die Antifa! Geht schaffen, ihr faulen Säcke! Haut ab, geht nach Italien, nach Spanien oder in die Wüste!